Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Webinar. Heute Algo Trading, Einführung in das automatisierte Traden. Und ja, das ist jetzt der zweite Teil in dieser kleinen Webinarreihe mit Timo Kosiol. Ich freue mich, dass er heute Abend wieder mit uns hier die Veranstaltung macht. Und natürlich freue ich mich mindestens genauso viel, dass Sie heute live dabei sind und sich für das Thema interessieren. Mein Name ist Herr Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir schauen uns direkt mal das oder den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie auch wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, vorab gibt es auch keine Fragen, deswegen gebe ich auch direkt ab an den Timo. Wünsche auch wie immer viel Erfolg und viel Spaß. Ich bin im Hintergrund, wenn irgendwas sein sollte. So, wie immer habe ich hier bei GoToWebinar Angst, hier irgendwo drauf zu klicken, weil der manchmal einfach so Sachen macht, die man nicht versteht und dann den falschen Bildschirm nimmt. Bildschirm 36 war das. Nee, das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Das ist er. Nee, es ist diesmal Monitor 2. Sehr gut. So. So, da ist der Knopf. Hallo und herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite aus. Der Nelson hat es schon gesagt, es geht heute um das automatisierte Traden, um das Algo-Traden. Ich habe euch ja letztes Mal von der GP3-Strategie erzählt, beziehungsweise wie man Strategien manuell entwickeln kann und die dann auch manuell traden kann. Heute gehen wir einen Schritt weiter. Heute gucken wir uns das Ganze an, wie kann man denn ja Trading-Strategien entwickeln und diese dann auch ja mit Algos handeln lassen, beziehungsweise automatisiert handeln lassen. Also, was erwartet euch heute im Webinar? Was erwartet euch jetzt in den nächsten 30 bis 45 Minuten? Zum einen, was ist Algo-Trading, beziehungsweise was ist Algo-Trading oder automatisiertes Trading? So. Die Frage werden wir beantworten. Wir werden uns angucken, okay, was sind die Vor- und Nachteile von automatisierten Trading oder vom Algo-Trading? Und natürlich auch, ne, wie setzt man die ganzen Sachen dann letztendlich auch um? Also das Webinar ist ein bisschen zweigeteilt. Am Anfang so ein bisschen Theorie. Im zweiten Teil gibt es dann Praxis, das heißt, da gehen wir dann direkt auch in den Chart rein, in den MetaTrader rein und gucken uns an, okay, wie kann man denn solche ja, automatisierten Strategien umsetzen und dann auch handeln lassen und vor allem ganz wichtig, wie kann man das Ganze ja umsetzen, ohne wirklich programmieren zu müssen. Also man muss jetzt nicht extra eine Programmiersprache lernen, um das Ganze dann auch anwenden zu können, sondern das Ganze funktioniert auch ohne eine Zeile Code. Gut, also nochmal kurz zurück. Manuelles Trading. Was ist manuelles Trading? Ich habe hier meinen Chart, ich habe hier meinen Stereo Trader. Und wenn ich jetzt hier eine Position eröffne, also zum Beispiel hier auf ja, Buy oder auf Sell klicke, in dem Moment geht dann eine Order im MetaTrader auf und ich handle meine Strategie, die ich mir überlegt habe, die handle ich dann in dem Moment manuell, das heißt, ich gebe manuell eine Kauf- oder eine Verkauforder rein, setze mein Stop-Loss, setze mein Take-Profit und entsprechend handle so meine Strategie manuell. So, da habe ich euch, wie gesagt, ja letzte Mal das anhand der GP3-Strategie erklärt, wie man da so eine Strategie aufsetzt. Und heute geht es um Algo-Trading. Was ist also im Gegensatz dazu Algo-Trading oder automatisiertes Trading? So, beim Algo-Trading oder beim automatisierten Trading hat man ein Skript, ein Programm, ein Algorithmus oder auch nur Regeln, die man festlegt und dann wird anhand dieser festgelegten Regeln, anhand des Programms, wird dann entsprechend ein Trade zum Beispiel eröffnet. So, man muss mal ein bisschen unterscheiden zwischen vollautomatisierten Handeln und teilautomatisierten Handeln. Also vollautomatisiert ist, ich lasse per Definition, per Regeln
den Trade öffnen, schließen und auch von einem Programm zum Beispiel managen. Das heißt, Stop-Loss setzen, Take-Profit setzen, gegebenenfalls Trails setzen und so weiter. Das Ganze funktioniert wirklich vollautomatisch, sodass ich dort nicht mehr eingreifen muss, sondern im Prinzip die Maschine komplett alles übernimmt. So, was heißt teilautomatisiert? Da steckt das Wort Teil schon drin. Das heißt, ich mache nur einen Teil. Ich eröffne zum Beispiel nur eine Position oder ich lasse anhand eines Programms, eines Algorithmus den manuell eröffneten Trade schließen. Oder zum Beispiel, ich kann mir auch nur anhand eines Programms Indikationen anzeigen lassen, wo dann zum Beispiel steht, okay, hier wäre jetzt ein guter Trade, hier wäre eine gute Trade-Chance, hier kannst du long gehen, hier kannst du short gehen. Das alles fasse ich oder fasst man so unter teilautomatisierten Trading ja, zusammen. Okay, Was ist jetzt genau eine Regel? Was kann jetzt solche Regeln sein? Und ich habe euch hier mal so ein Chartbild reingepackt in die Präsentation. Und das dröseln wir jetzt mal so ein bisschen auf, was man da sieht. Das kann zum Beispiel ein Beispiel sein, wie man ja automatisiert traden kann, wie man mit Hilfe eines Algos traden kann. So, also was sehen wir hier in dem Chartbild? Wir sehen natürlich erstmal unsere Kerzen, klar. Rot, grün, das heißt bullische Kerzen, bärische Kerzen und wir sehen aber noch andere Sachen. Wir sehen zum Beispiel, dass wir erstmal hier im US-30 unterwegs sind, in der Zeiteinheit M15, also in den 15-Minuten-Chart sind wir hier unterwegs. So, was sehen wir noch? Wir sehen hier so rote Boxen und grüne Boxen. Was sind das? Das sind Außenstäbe, die ich mir hier im Chart noch anzeigen lasse. Aber das sind jetzt nicht die Außenstäbe vom M15, sondern vom M30. Das heißt, ich habe hier Folgendes gemacht. Ich habe mir die Außenstäbe von einer Zeiteinheit höher genommen, also vom 30-Minuten-Chart und lasse mir die hier auf dem M15-Chart anzeigen. So, was sehe ich noch? Ich sehe hier noch einen simplen Moving Average, also ein SMA 20, der hier im Chart ist. Und hier unten, was sieht man hier noch? Hier sieht man noch den Momentum-Indikator. So, all das sind jetzt so Informationen, die ich mir jetzt hier auf dem Chart anzeigen lasse. Und wir sind ja alle auf der Suche im Chart nach bestimmten Mustern, nach bestimmten Regeln. Und ich habe jetzt hier so ein Muster, so eine Regel ausgemacht. Und das Ganze möchte ich jetzt handeln. Und zwar möchte ich das automatisiert handeln lassen. Wie sieht jetzt meine Trading-Strategie aus? Was kann ich da jetzt ableiten? Beziehungsweise was sind die Regeln, die ich jetzt definiere, um das letztendlich auch automatisch traden zu lassen. So, die Strategie. Also gibt es einmal Long. Was sind die Long-Parameter, beziehungsweise was sind die Parameter, um einen Long-Trade auszuführen? Also, der Kurs muss über dem SMA 20 sein. Ja, das ist mein erster. Das ist ein bisschen dunkel. Ich mache das mal ein bisschen heller. Machen wir hier mal die Farbe. So. Der Kurs muss, wie gesagt, über dem SMA 20 sein. Es muss ein bullischer M30 Außenstab vorhanden sein. Das Momentum muss über 100 bzw. 100.1 sein. Die Uhrzeit muss zwischen 9 Uhr und 21 Uhr liegen. Das heißt, ich möchte den Nachthandel, wo in der Regel relativ wenig los ist und wo kaum Handel stattfindet, möchte ich gerne ausschließen, um irgendwelche Fehlsignale zu vermeiden. Und ich möchte einsteigen, wenn der Kurs zurück an den SMA 20 läuft. So, das sind erstmal meine Regeln, die ich jetzt definiere, die ich im Chart ausgemacht habe. Das Ganze noch umgekehrt für einen Short Trade.
Also in dem Fall muss der Kurs unter dem SMA 20 liegen. Es muss ein bärischer, also ein roter sozusagen im 30-Außenstab vorhanden sein. Momentum diesmal unter 99 und Uhrzeit wieder zwischen 9 und 21 Uhr. Und ich möchte dann einen Rücklauf von unten diesmal an den SMA 20 haben. So, das war jetzt sehr viel Regeln, sehr viel Theorie. Wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal im Chartbild an, in dem Beispiel an, in dem Screenshot, den ich gemacht habe. Also, wir haben hier unseren Chart mit meinen Indikationen, die ich hier drauf habe, die ich eben besprochen habe. SMA, Außenstäbe und hier unten das Momentum ist wahrscheinlich ein bisschen klein, aber man sieht hier so eine grüne Linie, das ist so die 100er Marke. Dann gibt es hier entsprechend so eine blaue Linie, die sich hier so schlängelt und man sagt, ne, ist das Momentum quasi über der Mittellinie. Die Mittellinie ist genau 100. Dann ist das eher ein bullisches Signal und wenn sie drunter tendiert, dann ist es eher ein bärisches Signal. Das möchte ich mir zunutze machen. Das möchte ich gerne in meine Strategie mit einbeziehen und das nur entsprechend dann, wenn der Kurs zum Beispiel unterhalb der 100er Linie ist, einen Short Trade aufmachen. Wenn sie drüber ist, wenn der Kurs drüber ist, dann halt einen Long Trade. So. Machen wir das mal weg. So, im Folgenden wäre jetzt folgendes Szenario gewesen, und zwar hier, wo die grünen Pfeile sind, also entsprechend hier und hier, wäre jeweils ein Trade ausgeführt worden, ein Short Trade. Warum, wieso, weshalb? Und zwar gehen wir die Sachen nochmal durch, ne, diese Regeln, die ich festgelegt habe, folgendes. Also, der Kurs muss unter dem SMA 20 liegen. Okay, wir haben hier rote Kerze. Das heißt, in dem Moment, wo die Kerze hier drunter schließt, sind wir unter dem SMA 20. Okay, also erstes Kriterium passt. Es muss ein bärischer Außenstab, also ein roter Außenstab sein. Das hier, ne, passt auch. Okay, Momentum kann man ein bisschen schwer erkennen. Das Momentum ist aber hier, liegt unter 100. Also 99,9 unter 100 sozusagen. Passt auch. Und es gibt einen Rücklauf hier mit dieser Kerze an den SMA 20. So, und entsprechend wäre genau hier, ne, hier am SMA 20 wäre dann ein Short Trade ausgeführt worden. Okay. So, dasselbe haben wir hier. Wir haben wieder einen bärischen Außenstab. Wir haben, wenn der Kurs hier hochkommt, unter dem SMA 20 tendiert der Kurs. Wir haben ein Momentum, hier kann man es ein bisschen deutlicher sehen, was deutlich unter 100 liegt. Und mit, ich mache das nochmal kurz weg, mit der Kerze, mit dieser Kerze hier, brechen wir oder durchbrechen wir den Außenstab, nicht den Außenstab, sondern den SMA 20 von unten. Das waren ja meine Kriterien, die ich hatte. Das heißt, ne, genau hier und hier wäre entsprechend ein Trade ausgeführt worden, beziehungsweise eine Position eröffnet worden. So, jetzt gibt es aber noch weitere Sachen. Ne? Also zum Beispiel hier, wo die roten Pfeile sind, sind keine Trades ausgeführt worden. Wieso, weshalb, warum? Weil nicht alle meine Regeln zugetroffen haben, nicht alle Kriterien waren erfüllt. Also hier sieht man es am einfachsten. Wir kommen hier hoch. Wir laufen zwar unter dem SMA 20, aber wir haben einen roten, nicht einen roten, einen grünen Außenstab. Also einen bullischen Außenstab, das heißt, ein Kriterium war nicht gegeben, von daher wurde hier in dem Moment kein Short Trade mehr ausgeführt. So, hier, das ist ein bisschen schwerer zu erkennen, hier hätte fast ein Long Trade eröffnet worden müssen oder wäre fast ein Long Trade eröffnet worden.
weil fast alle Kriterien erreicht waren. Also wir hatten einen bullischen, also hier einen grünen Außenstab. Der Kurs war über dem SMA 20. Wir laufen zurück an dem SMA 20. Aber es wurde trotzdem kein Trade ausgeführt. Warum? Man kann das hier unten erkennen. Es war nachts 3 Uhr bzw. 2 Uhr. Von daher hatte ich ja vorher gesagt, den Nachthandel möchte ich ausschließen. Ich möchte nur von 9 Uhr morgens bis 21 Uhr abends handeln. Von daher sind hier keine Trades eröffnet worden. Dasselbe gilt für die anderen Trades auch. Sie waren außerhalb meiner Tradingzeit, von daher sind dort auch keine, ja, Trades eröffnet worden. Wenn ihr übrigens Fragen habt, ne, wenn irgendwas nicht nachvollziehbar ist oder ich zu schnell erkläre, gerne hier Fragen in den Chat schreiben. Ansonsten, wenn ich nichts lese, gehe ich mal davon aus, dass soweit irgendwie alles erstmal klar ist. Und gehe dann entsprechend auch weiter. Aber eine Frage vielleicht noch: Wer von euch kennt sich denn mit Algo Trading aus? Wer nutzt Algo Trading schon oder automatisiertes Traden? Könnt ihr gerne mal hier reinschreiben. Dann weiß ich auch so ungefähr, ne, wie tief ich da gegebenenfalls einsteigen soll oder entsprechend nicht. So, also man hat gesehen, hier Trades ausgeführt, hier Trades ausgeführt und hier in dem Bereich entsprechend keine Trades. So, man sieht schon, wo die Vorteile sind, beziehungsweise kommen wir direkt zu den Vorteilen. Was sind denn die Vorteile von automatisierten Traden, vom Algo-Traden? Und zwar Zeitersparnis, ne? Kein ewiges vor dem Chart hocken. Was meine ich damit? Ganz einfach, man muss ja, wenn man so eine Strategie hat und man möchte die gerne handeln, man möchte gerne prüfen, okay, ist die Strategie valide, ne, bringt sie gute Ergebnisse, kann ich damit irgendwie traden, dann muss man im Prinzip den ganzen Tag vor dem Chart sitzen und muss warten, bis genau so ein Signal kommt, beziehungsweise, ne, bis alle Kriterien, die ich vorher definiert habe, erfüllt sind, sodass ich dann in dem Moment, wenn der Kurs hier quasi auf diesen SMA trifft, dass ich dann auf Verkaufen drücke. So, da muss ich aber unter Umständen 8 Stunden vor dem PC sitzen und warten, dass vielleicht so ein Signal kommt, um dann quasi auf Sell zu drücken. So. Und das muss ich halt bei automatisierten Traden nicht. Das meine ich mit Zeitersparnis und nicht vor dem Chart hocken. Da stelle ich das ein, da gebe ich das ein, da definiere ich die Regeln. Und dann lasse ich das einfach laufen, kann nebenbei was anderes machen, beziehungsweise kann mich mit anderen Dingen beschäftigen. So, kein Verpassen von Einstiegen. Also es ist ja auch oft so, dass man mal das eine Kriterium vergisst, das andere Kriterium vergisst und dann im Nachhinein denkt man, ach Mist, jetzt das habe ich übersehen, da wäre eigentlich ein Einstieg gewesen, ne, habe ich jetzt verpasst, weil ich nicht gesehen habe, dass zum Beispiel der Außenstab ne, vorhanden war oder nicht vorhanden war. Oder ich gehe sogar einen Trade ein, wo ich dann denke, ach Mist, zum Beispiel war der Kurs ja gar nicht über dem Momentum, also über der 100er-Marke und bin jetzt long gegangen, aber eigentlich waren nicht alle Kriterien meiner Strategie erfüllt und bin dann im Trade drin, den ich eigentlich so laut Kriterium oder laut Regeln gar nicht hätte eingehen dürfen. Ne? Also das ist ein weiterer Vorteil. Ich verpasse keine Einstiege und ich, ja, trade auch nicht irgendwelche Sachen, die nicht, ja, in meinem Regelwerk sozusagen vorhanden sind. So, und da kommen wir auch zum reproduzierbaren Trading. Also wenn ich ja wissen möchte, ob meine Strategie, die ich entwickelt habe, ob meine Regeln wirklich nachhaltig sind, das heißt, ob sie wirklich funktionieren, brauche ich ein reproduzierbares Trading. Und wir alle wissen das, wenn man manuell tradet, dann ist das oft so, dass man da so ein bisschen mit seinem Regelwerk, auch wenn man eins hat, so ein bisschen weich umgeht. Weich heißt, ne, ich steige trotzdem mal ein, obwohl, ne, vielleicht nicht alles erfüllt ist oder ne, ich biege die Regeln mal so ein bisschen zurecht, sodass es passt, weil ich so ein Bauchgefühl habe und meine, okay, ich müsste jetzt einen Trade eingehen. Das sieht doch sehr long aus oder sieht doch sehr short aus.
Und da hat man das Problem, dass man dann nicht wirklich nachvollziehen kann, ob die Strategie, ob die Regeln, so wie ich sie definiert habe, ob sie wirklich funktionieren. Und das habe ich halt beim Algo-Trading, bei automatisierten Trading nicht, weil da immer ganz klar nach festgelegten Regeln getradet wird. Und da sind wir auch beim letzten Punkt. Beim Algo-Trading, bei automatisierten Trading trade ich oder trade die Maschine, das Programm ohne Emotionen. Und Emotionen ist ja oft auch so ein Feind von uns Tradern. So die Emotionen, die pfuschen uns so ein bisschen in unser Handwerk rein, weil wir uns hinreißen lassen. Und das passiert halt beim Traden mit Algos, mit automatisiertem Trading passiert das halt nicht, weil da gibt es ja keine Emotionen. So, Nachteile. Es gibt natürlich nicht nur Vorteile, es gibt auch Nachteile. Ich habe das jetzt mal den ersten Punkt unter Nachteile hinzugefügt, weil es gibt oft falsche Erwartungen, was so automatisiertes Traden und was so Algo-Trading angeht. Also es gibt keinen Einklick, ich werde reich Knopf. Ne? Ganz oft habe ich so die Erfahrung gemacht, dass Leute denken, okay, Algo-Trading ist die Lösung aller Probleme und ich ne, stelle irgendwas ein, ich drücke auf den Knopf und in 3 Monaten gucke ich auf mein Konto, auf mein Trading-Konto, ne, wie reich ich bin. Das wird nicht funktionieren. Das wird mit keiner Strategie funktionieren. Ne, never ever. Weil auch Algo-Trading, also automatisiertes Trading, macht Verluste. Es ist einfach so, genauso wie wir ne, Verluste machen, wenn wir manuell traden, genauso macht auch eine Maschine, ich möchte jetzt nicht sagen Fehler, aber es gibt keine Strategie, die nur Gewinntrades macht, die gibt es einfach nicht. Und es ist auch nicht jede Strategie für jeden Markt anwendbar. Also ich habe eine Strategie vielleicht für die Forex-Märkte, die passt jetzt nicht unbedingt zu den Indizes. Oder ich habe eine DAX-Strategie, die passt aber nicht zu den US-Märkten. Oder ich habe eine Strategie, die super in geringer oder mit geringer Volatilität funktioniert, aber wenn die Wolle hochgeht, funktioniert sie nicht mehr. Also auch ja, automatisiertes Trading muss man permanent unterm ja, Mikroskop sich anschauen, auf den Prüfstand stellen und gucken, okay, ne, macht das jetzt in der jetzigen Marktphase noch Sinn, diese Strategie zu fahren oder muss ich die ein bisschen anpassen oder muss ich eine andere Strategie fahren? Weil es ist ja auch so, kein Markt läuft immer gleich. Also sowohl der DAX nicht, der läuft nicht immer gleich. Der Dow läuft nicht immer gleich, sondern es gibt ne, Bewegung, es gibt Verschiebungen, mal gibt es eine hohe Vola, mal eine niedrige Vola. Mal funktioniert das gut, mal funktioniert das gut. Also das meine ich, es gibt keinen Einklick, ich werde reich, Knopf gibt es nicht und wird es wahrscheinlich auch nie geben, weil auch die großen Player, ne, also der heutige Handel ist ja eh sehr vom Algo-Trading geprägt und vom Computerhandel und kaum noch sitzen da Leute, die wirklich auf den Knopf drücken. Und auch die haben ja ihre Algos und auch die verändern ihre Algos stetig und ständig, ne, damit sie sich einen Vorteil verschaffen und Anpassungen am Markt vornehmen. Genauso muss man das hier im Kleinen auch machen. Das heißt, da muss man auch irgendwie gucken, dass man seine Strategie immer wieder auf den Prüfstand stellt, immer wieder ne, verfeinert, anpasst und so weiter. Und wenn man das macht, dann kann das eigentlich ganz gut funktionieren. So, okay. Das war jetzt erstmal jede Menge Theorie, aber ich habe ja gesagt, wir teilen das Webinar so ein bisschen in 2 Teile auf. Das war jetzt so der Theorie-Teil, der hoffentlich verständlich war. Und jetzt kommen wir einfach zur Umsetzung. Ne? Wie kann ich das Ganze jetzt im MetaTrader wirklich umsetzen? Wie kann ich das jetzt ja in meinem Chart sozusagen einbauen, dass ich das auch handeln kann? Gut, da muss ich mal auf einen anderen Bildschirm schalten. Kurzen Moment, ich bin sofort wieder da. So, was brauchen wir? Wir brauchen natürlich erstmal den MetaTrader, den haben wir hier. Wir brauchen einen Chart.
Den US-30 nehmen wir uns. Und wir brauchen den Stereo-Trader. So, machen hier mal kurz das Tickvolumen weg. So, was brauchen wir noch? Beziehungsweise der Punkt ist, wenn ich jetzt so eine Strategie umsetzen will, wie ich sie zum Beispiel gerade erklärt habe, dann ist es in der Regel so, man setzt sich hin, man programmiert ein Programm, ein Skript und dann wird das Ganze umgesetzt im MetaTrader oder in der anderen Trading-Plattform, wo auch immer. Und dann merkt man, okay, das funktioniert nicht so richtig, ich musste noch Anpassungen vornehmen und ruckzuck, ja, buttert man da x Arbeitsstunden rein, um mal zu merken, okay, vielleicht war das nicht der richtige Ansatz, ich muss eine neue Strategie ausprobieren und so weiter. Und das Problem ist, man muss programmieren können und man muss jede Menge Zeit investieren und man weiß gar nicht, was das Resultat am Ende ist. Und da habe ich mich irgendwann hingesetzt und habe mir gedacht, naja, das Ganze muss doch irgendwie auch ein bisschen einfacher umsetzbar sein, weil ich natürlich auch viele Trading-Strategien ausprobiere, mal hier was verfeinere, da was mache. Und selbst mir war es irgendwie zu lästig, jedes Mal irgendwie ein neues Programm zu schreiben und zu programmieren und zu testen und dann doch wieder zu verwerfen. Da habe ich gedacht, das Ganze muss doch irgendwie einfacher gehen. Und herausgekommen ist der Strategiebilder, wo man Trading-Strategien, ja, zusammenbauen kann, wie so eine Art Baukasten und dann letztendlich das Ganze auch traden kann. So, von daher, was brauchen wir noch? Wir brauchen den Strategiebilder. So, der Strategiebilder ist das Ding hier unten, ne, sieht ein bisschen unscheinbar aus, hat nur so zwei Knöpfe, aber wenn wir mal auf dieses Blitzsymbol gehen, dann öffnet sich ein neues Fenster und das sieht so aus und da steckt sozusagen die ganze, ja, Kraft, die ganze Power dahinter. Ich mache das mal ein bisschen größer, damit man das besser erkennen kann. So, ich denke, jetzt kann man das besser lesen. So, am besten erkläre ich mal kurz, was man hier sieht, was man hier machen kann. Man sieht hier so Slots, hier steht Slot 1, Slot 2, Slot 3, 4 und so weiter und so fort. Was kann man hier machen? Hier kann man sozusagen Regeln definieren. Die Regeln, die ich zum Beispiel eben aufgestellt habe, war, ich möchte, dass es einen im Long Trade einen bullischen Außenstab gibt, dann kann ich hier eintragen im Slot 1, ich möchte, dass ein bullischer Außenstab da ist. Dann meine zweite Regel, ich möchte, dass der Kurs unter dem SMA 20 ist, trage ich hier Slot 2 ein und so weiter und so fort. Und so kann ich hier entsprechend Slots belegen, die nacheinander abgearbeitet werden. Es wird immer geguckt, passt die Definition in Slot 1? Wenn ja, dann passt die Definition in Slot 2. Wenn ja, dann passt die Definition in Slot 3 und so weiter und so fort. Und wenn alle Definitionen, alle Regeln sozusagen ja zutreffen, dann wird ein Trade ausgelöst. So, machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich gehe mal in den, gehen wir mal in den M1 und holen uns hier Indikatoren Tendenz, Moving Average und nehmen uns hier den SMA 20 dazu. Simple, machen wir das Ganze blau und ein bisschen dicker. So, das ist jetzt mein SMA 20 und ich möchte jetzt Folgendes machen, einfach zur Demonstration. Ich möchte, dass jetzt entsprechend ein Trade ausgeführt wird, wenn wir über dem SMA 20 sind. So. Und zwar, wenn wir über dem SMA 20 sind, möchte ich, dass ein Long Trade ausgeführt wird. Okay, ich gehe jetzt erstmal hin und sage, ich möchte gerne, welche Richtung traden? Ich möchte gerne Long traden. Short oder Long? Ich wähle Long aus. So, wann soll geprüft werden? Soll bei jeder neuen Kerze geprüft werden oder soll bei jedem neuen Tick geprüft werden? Ich stelle das jetzt hier mal auf Tick.
Und ich möchte maximal ein Trade ausführen. Das heißt, ich stelle das Ganze hier auf 1. So, das heißt, das ist soweit schon mal festgelegt, dass ich, ne, welche Richtung ich traden möchte und ne, wie oft geprüft werden soll. Jetzt muss ich aber natürlich noch meinen Moving Average auswählen, das heißt den SMA 20. So. Was mache ich jetzt? Ich klicke jetzt hier auf dieses Zahnradsymbol, dann öffnet sich ein neues Fenster. Und hier gibt es jetzt in der linken Spalte gibt es jetzt jede Menge ja, Kriterien, die ich anwenden kann. Jetzt durch alle Kriterien durchzugehen, würde ein bisschen zu lange dauern. Aber prinzipiell ne, gibt es hier Moving Average, es gibt hier den RSI, die Stochastik, Momentum, Supertrend, Außenstäbe, GP3, Keltner Channel und so weiter. Da werden wir auf jeden Fall ein paar von besprechen und auch im zweiten Webinar, es gibt ja noch ein zweites Webinar, da werden wir noch ein bisschen tiefer einsteigen. Aber jetzt für den Fall wollte ich ja Folgendes auswählen. Und zwar, wenn der Kurs über den SMA 20 ist, möchte ich gerne einen Long Trade ausführen. Das heißt, ich stelle jetzt hier als Periode 20 ein, Methode SMA. Und Trade Trigger ist below, ist halt unter oder ist above, heißt ist drüber. Das will ich ja, also prüfen, ob der Kurs drüber ist. Und wenn das entsprechend gegeben ist, dann möchte ich gerne, wie gesagt, einen Trade ausführen. So, das habe ich jetzt definiert. Jetzt muss ich das Ganze, den ganzen Slot sozusagen noch aktivieren. Und wenn ich das gemacht habe, drücke ich hier auf dieses Häkchen, damit das Ganze auch übernommen wird. Und jetzt sieht man, jetzt ist hier so ein Pfeil im Chart aufgetaucht. So. Warum ist jetzt hier so ein Pfeil aufgetaucht? Warum ist kein Trade eröffnet worden? Ganz einfach, ich habe im StereoTrader Auto Trading nicht eingeschaltet. Also ich habe hier Auto Trading ausgeschaltet. Von daher wurde in dem Moment auch kein Trade eröffnet, sondern es wurde nur mir so ein Pfeil im Chart angezeigt und das kann ich halt nutzen. Ich hatte ja am Anfang die Unterscheidung auch erklärt, automatisiert, also vollautomatisch oder teilautomatisch. Hier in dem Fall wäre das jetzt teilautomatisch, das heißt, ich bekomme im Chart Indikationen angezeigt, dass jetzt hier ne, meine Kriterien erfüllt sind, dass jetzt hier ein Trade aufgemacht werden kann. So, ich kann das Ganze auch noch mit einem Ton versehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier in den Einstellungen noch anklicke, Ton abspielen, wenn ein Signal erkannt wird, dann aktiviere ich das. Und ich kann mir sogar, wenn ich jetzt nicht am Rechner sitzen möchte, vor dem Chart sitzen möchte, kann ich mir noch eine E-Mail oder eine Benachrichtigung auf mein Handy senden lassen, damit ich weiß, okay, jetzt ist, ne, alle, jetzt sind alle Kriterien erfüllt. Jetzt kann ich irgendwie entweder selbst zum Chart gehen und einen Trade eröffnen oder zumindest mir das Ganze angucken, ob ich einen Trade eröffnen möchte. Oder auch, wenn ich vollautomatisch handle, kriege ich eine Benachrichtigung, dass jetzt ein Trade aufgemacht worden ist. So, okay, aber ich schalte jetzt mal Auto Trading ein. So, damit ist Auto Trading aktiviert. So. Und mache das Ganze nochmal übernehmen. So, und jetzt sieht man, hier gibt es so einen roten Punkt und sobald der Kurs jetzt hier über dem SMA 20 ne, läuft, dann wird auch wirklich ein Trade aufgemacht, wird eine Position eröffnet. So, jetzt ist der Kurs hier gerade unter dem SMA. Das heißt, wir machen Folgendes: Wir drehen das einfach um und sagen, ne, wenn der Kurs drunter ist, dann möchte ich entsprechend eine Position aufmachen. Klicke wieder auf Übernehmen. Und da sieht man, ne, in dem Moment, wo ich hier auf Übernehmen geklickt habe, wurde geprüft. Okay, der Kurs ist unter dem SMA 20. In dem Moment ist eine Long-Position aufgemacht worden, weil ich halt hier in bei Trade-Richtung Long ja, festgelegt habe.
So, aber ich hatte eben das Beispiel gebracht, ne, mit meinen Regeln, mit meiner Strategie, die ich definiert habe, mit den Außenstäben, mit dem Momentum und so weiter. Wie kann ich jetzt im Konkreten diese Strategie zum Beispiel umsetzen? So, machen wir das Fenster mal kurz zu und gehen hier auch mal aus dem Trade raus. Und ich habe hier gesagt, ich möchte gerne, ne, den M15 nehmen und ich möchte gerne mir die Außenstäbe dazu nehmen. So, also man hat ja immer den SMA20, habe ich hier noch im Chart in blau gekennzeichnet. Das ist mein SMA. Das war ja ein Kriterium. Und das zweite Kriterium war Außenstäbe. Das heißt, ich nehme hier die Toolbox dazu, schalte mir die Außenstäbe dazu. Mach das mal ein bisschen größer, damit man das sehen kann. So. Und ganz wichtig, ich habe ja gesagt, ich möchte jetzt hier, auch wenn ich im M15 bin, möchte ich nicht die Außenstäbe vom M15 nutzen, sondern von M30. Das heißt, ich trage hier ein M30. So. Und habe jetzt meine Außenstäbe, meine M30, also von der halben Stunde die Außenstäbe jetzt hier auf den M15 gemappt sozusagen. So. Was gab es noch für ein Kriterium? Momentum. Genau. Also ich hole mir das Momentum dazu. Einfügen. Objekte nicht. Indikatoren. Oszillatoren. Momentum. So. Ah, das ist ein bisschen größer. Periode nehme ich Periode 12, weil ich möchte ja die letzten 3 Stunden mir angucken. Also ich bin ja hier im M15, möchte mir das Momentum der letzten 3 Stunden anschauen. Und so, das ist das Momentum mit einer Linie. Ich setze das mal wieder auf 100. Das ist jetzt meine 100er Linie. Möchte also über 100 Long, unter 100 Short. So, das war das dritte Kriterium und es gab noch ein viertes Kriterium und zwar, ich möchte nur handeln, ne, wenn wir uns in der Zeit von 9 Uhr morgens bis 21 Uhr abends befinden. So, das kann ich relativ easy über einen Stereo-Trader machen. Und zwar lege ich hier unter Time Range, sage ich jetzt hier Beginn. 9 Uhr, Ende 21 Uhr, aktiviere das und somit werden entsprechend nur Trades ausgeführt, wenn sie wirklich in diesem Zeitraum liegen. So, jetzt habe ich mir hier alles im Chart zusammengebaut, das passt auch, aber ich muss das natürlich auch im Strategiebilder sozusagen eintragen, festlegen, damit dann wirklich auch Trades ausgeführt werden. Also, fangen wir an, legen wir los und machen Folgendes. Erstes Kriterium waren die Außenstäbe. So, es gibt hier, wie gesagt, auf der linken Seite eine Menge Kriterien, die man anwählen kann und es gibt Außenstäbe. Outside Bar 1 zum Beispiel. Und man kann auch unterscheiden, irgendein Außenstab, neuer Außenstab oder gebrochene Außenstäbe. In meinem Fall jetzt ist es egal. Und ich möchte, dass der Außenstab bullisch ist. Also ich lege jetzt meine Strategie für lang fest und ich möchte, dass das Ganze, ne, bullisch ist, dass es einen bullischen Außenstab gibt. Okay. So, somit habe ich jetzt die Kriterien für Slot 1 festgelegt. Gehen wir weiter zu Slot 3. So, ich habe gesagt, Momentum möchte ich gerne Folgendes machen. Das Momentum hat die Periode 12. So, jetzt möchte ich gerne handeln, wenn das entsprechend, ne, das Momentum über 101 ist. Okay.
Also tragen wir hier ein 100.1 bis 999. So, damit gehe ich sicher, dass wir oder dass der Trade nur ausgeführt wird, wenn er über 101 ist. Okay. Anwenden. So, somit habe ich meinen zweiten Slot sozusagen befüllt, mein zweites Kriterium festgelegt, meine zweite Regel. Und drittes Kriterium war, ich möchte jetzt in meiner Long-Strategie, die ich jetzt hier festlege, möchte ich gerne den Trade ausführen, wenn wir hier auf den SMA 20 von oben treffen. Okay, das war das nächste Kriterium. Das heißt, ich lege hier wieder fest. Moving Average. So, Periode 20, SMA. Und jetzt steht hier folgendes, Breaking Short, Breaking Long. Was heißt das? Wenn man jetzt hier mit dem Mauszeiger auf dieses Fragezeichen geht, dann wird das auch nochmal genau erklärt. Also Breaking Short heißt, wenn eine bärische Kerze von oben auf dem SMA trifft. So, Breaking Long würde heißen, wenn eine bullische Kerze von unten auf den SMA trifft. Alles ganz einfach so, es ist immer so, wenn der Kurs hier runterkommt und dann auf einem SMA zum Beispiel hier trifft, dann ist die Kerze immer bärisch. Dann ist sie immer rot oder sie sollte rot sein, damit sie auf den Kurs trifft, auf den SMA trifft und dann entsprechende Reaktion nach oben erfolgt. Das heißt, ich wähle jetzt hier Breaking Short, weil wie gesagt, ich möchte, wenn der Kurs hier von oben auf den SMA trifft, möchte ich gerne einsteigen, und ich möchte, dass das Kriterium erfüllt ist. So. Drittes Kriterium aktiviert. Und was fehlt als viertes? Als viertes habe ich ja gesagt, der Kurs muss über dem SMA 20 liegen. Muss ich jetzt in dem Fall nicht mehr als eigenes Kriterium festlegen, weil das habe ich jetzt hier mit dem dritten Slot sozusagen schon gemacht, weil wenn eine bärische Kerze auf den SMA von oben trifft, dann ist der Kurs ja automatisch über dem SMA 20 in dem Moment. Das heißt, das muss ich nicht mehr als separates Kriterium festlegen. Das ist mit Slot 3 sozusagen dann schon definiert. So, jetzt klicke ich hier auf Übernehmen. So, und somit habe ich jetzt meine Strategie, die ich eben in der Theorie erklärt habe, ohne Programmieren, ratzfatz hier ja mit dem Strategiebild erstellt und kann sie jetzt so laufen lassen, kann sie jetzt so testen und gucken, wie die Strategie performt oder nicht. Dann kann ich, wenn sie nicht so richtig performt, kann ich weiter untersuchen, kann mir anschauen, okay, woran liegt es, wo performt die Strategie nicht so gut, welchen Zeiten, vielleicht funktioniert es nur vormittags, wenn die Kassamärkte noch nicht aufhaben und nur der Future läuft oder nur nachmittags. Oder ich kann natürlich auch weitere Kriterien hinzufügen. Ich kann einen vierten, fünften, sechsten Slot mit weiteren Kriterien belegen, um das Ganze irgendwie noch weiter einzugrenzen zum Beispiel. Ich kann sagen, okay, ich möchte den RSI noch zur Hilfe nehmen oder ich möchte das Volumen zur Hilfe nehmen oder was auch immer. Also da gibt es noch jede Menge andere Kriterien, die ich nutzen kann, um das Ganze noch zu verfeinern. Aber ich hätte ja gesagt, ich habe meine Strategie für Long und Short. Wie lege ich jetzt aber das Ganze nochmal für Short an? Und das geht auch relativ einfach, weil ich kann ja pro Chart hier nur entweder festlegen, möchte ich die Long- oder die Short-Richtung traden. Ich kann aber nicht in einem Chart beides traden. Was ich aber machen kann, ist, ich kann ein neues Chartfenster öffnen. Das heißt, ich mache den US30 nochmal auf. Neues Chartfenster. So, lege jetzt hier eine neue Strategie fest und nenne die jetzt Algo Short zum Beispiel. So,
ändere wieder die Farben, sodass das für mich besser aussieht. Das heißt, White Amp nehme ich hier und gehe in den M15 Einfügen, Indikatoren, Tendenz und sage jetzt hier wieder Moving Average 20. Ich hole mir meine Außenstäbe dazu. So, lege wieder fest, ich möchte die M30 Außenstäbe haben. Und hole mir noch das Momentum in den Chart, Indikatoren, Oszillatoren, Momentum. So, da ist das Momentum. Und was brauche ich? Ich brauche natürlich wieder den Strategiebilder. Den packe ich mir auch auf den Chart. So. Und gehe jetzt hin und sage, ich möchte gerne hier in diesem Chartfenster möchte ich gerne die Trade-Richtung auf Long stellen, auf Short stellen. Long habe ich ja gerade definiert, ich möchte das auf Short stellen. Slot-Prüfung mache ich wieder jeden Tick. Und entsprechend schalte ich jetzt hier wieder meine Kriterien frei, meine Kriterien, meine Regeln. Das heißt, das war der Außenstab. Diesmal bärischer Außenstab. Ich möchte hier die Short-Richtung handeln. Ich möchte das Momentum von 0 bis maximal 99,9, habe ich ja gesagt, möchte ich das handeln. Drüber nicht mehr. Periode stelle ich wieder auf 12. Und das dritte war mein Moving Average. Möchte ich gerne von unten quasi anstoßen, durchbrechen. Das heißt, ich trage hier wieder mein SMA 20 ein. Diesmal Breaking Long. Heißt ja, ich möchte quasi mit einer Long-Kerze ne, das Ganze durchbrechen. Und klicke auf Anwenden, Aktivieren. So, ganz Was wichtig. Ist das nicht für einen Short Trade? Ja, was habe ich gesagt? Breaking Long? Ja. Habe ich falsch verstanden? Ja, genau. Da muss man immer ein bisschen umdenken. Breaking Long heißt in dem Moment, wenn du zum Beispiel, ne, ich mache das mal ein bisschen größer. Breaking Long heißt Folgendes. Das ist ein bisschen im ersten Moment vielleicht so ein bisschen confusing. Ne? Du hast Folgendes. Du hast hier deinen SMA, ne? Und du hast hier eine Kerze, eine Long-Kerze, die hier hochkommt. Ne? Das heißt, ich durchbreche den SMA Long in dem Moment von unten mit einer bullischen Kerze. Ach so, als Triggermarke. Hm? Okay, genau, als Triggermarke. So, und wenn ich quasi Long handeln möchte, ist genau das umgekehrte Prinzip. Es kommt ja, hier ist sozusagen mein SMA 20 und es kommt eine bärische Kerze, eine Short-Kerze sozusagen, trifft auf den SMA. Deshalb muss man in dem Moment Breaking Short. Also es ist eine Short-Kerze sozusagen, die den SMA trifft. Ne? Und die muss quasi den SMA treffen. Und dann ist das Kriterium erfüllt. Ich möchte sozusagen den Abpraller handeln. Ja, so wie dein Beispiel ganz am Anfang passt. Genau. Danke. Genau, ganz wichtig, was ich nicht vergessen darf, ist natürlich, dass ich jetzt hier im Stereo Trader zum einen wieder Auto Trading einschalte, bei Ease auch das Auto Trading einschalte und dass ich auch hier festlege, Beginn 9 Uhr und Ende 21 Uhr. So, und entsprechend habe ich dann, wenn ich jetzt hier die Fenster mal nebeneinander packe, habe ich jetzt hier meine Strategie definiert. Einmal für die Long-Richtung, das ist hier, und einmal für die Short-Richtung hier und kann beides sozusagen
parallel traden lassen, parallel handeln lassen. So, jetzt gucke ich mal in die Fragen. Können damit auch MT5-Algos programmiert werden, die dann auf einer VPS laufen? Ja, ja, klar. Also, das ist ja hier, ich bin hier auch auf dem VPS unterwegs. Also VPS ist ja nichts anderes, als wenn du jetzt eine virtuelle Maschine hast. Da heißt es ja MetaTrader installiert, SeroTrader und auch ne, die Algos. Und das mache ich bei mir auch. Ich habe mehrere VPS-Server sozusagen, ne, wo entsprechende Strategien laufen und wo das dann quasi ne, getradet wird. So, kann man das auch backtesten? Ja, mit dem MetaTrader 4 aber nur. Das Problem ist, dass der Backtester im MetaTrader 5 nicht so wirklich gut funktioniert, beziehungsweise auch nicht wirklich mit dem StereoTrader zusammen funktioniert und erst recht nicht mit irgendwelchen zusätzlichen Indikatoren oder Add-ons. Das funktioniert nicht. Das funktioniert leider nur im MT4. Und es gibt ja sowohl den StereoTrader als auch den Strategiebilder gibt es im MT4. Und das heißt, ne, da kann man sich ja einfach ein Demokonto im MT4 machen, um zu gucken, ne, wie das funktioniert und kann das dann dort durch den Strategietester schicken. Gut. Ja, also gibt es sonst zu der Umsetzung oder zu den Sachen, die ich gerade erklärt habe, noch irgendwelche Fragen? Weil wenn nicht, dann würde ich noch auf Folgendes hinweisen. Und zwar gibt es, wenn ich mal den Bildschirm wechseln, gibt es ein Special-Angebot sozusagen. Was ist ein Special-Angebot? Das zeige ich euch jetzt. Und zwar gibt es momentan 20% Rabatt auf den Strategiebilder mit dem Couponcode FXFLAT EASE23. So, also der Rabattcode gilt sowohl für die Einmalzahlung als auch für die monatliche Zahlung. Und wenn ihr sozusagen ne, beim Kauf FXFLAT EASE23 alles zusammengeschrieben eingebt, dann erhaltet ihr 20% Rabatt. So. Ansonsten weitere Infos und Videos zum Strategiebilder gibt es unter strategie-bilder.de. Es gibt ganz, ganz viele YouTube-Videos zum Strategiebilder und auch in meiner Telegram-Gruppe gibt es auch immer wieder weitere Infos. Genau. Ansonsten, es gibt noch einen zweiten Teil von dem Webinar und da gucken wir uns noch ein bisschen mehr an, wie man auch komplexere Systeme aufbauen kann. Wie gesagt, wieder alles ohne Programmieren. Wie kann man zum Beispiel die GP3-Strategie zum Algo-Trading oder zum automatisierten Trading nutzen? Wie kann man Volumeninfos nutzen? Wie kann man weitere Indikatoren nutzen? Also da steigen wir dann noch ein bisschen mehr ein in wirklich die Strategieentwicklung, in Strategiebauen und das Ganze wird dann ein bisschen ausführlicher noch als heute. Wie gesagt, heute war ja nur die Einführung, aber nächstes Mal am 13.11. geht es dann wirklich ins oder ans Eingemachte. Ich glaube aber, man muss sich nochmal neu anmelden, wenn ich das richtig gesehen habe, für das Webinar. Ich glaube, da ist man nicht automatisch. Stell den Link mal hier rein. Ja, genau. Der Nelson stellt den Link jetzt hierzu entsprechend in den Chat. Das heißt, ihr könnt euch dann direkt ne, schon für den zweiten Teil anmelden. Ja, also ich bin von meiner Seite aus durch. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und konntet euch so ein bisschen was über automatisiertes Trading erzählen und vor allem, wie man das Ganze umsetzen kann und wie man das, wie gesagt, ohne Programmieren bauen kann. Ich glaube, das ist vielleicht für viele interessant, vor allem, ne, weil man nicht programmieren muss und weil man einfach eine Zeitersparnis dadurch auch hat. Ne. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich gerne an. Ansonsten schön, dass ihr dabei wart. Noch eine schöne Woche und ich gebe zurück an den Nelson. Super, vielen, vielen Dank, Timo.
für das Webinar. Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Ich glaube, dass der eine oder andere, dass ich das nochmal auf jeden Fall nochmal anschauen möchte. Und ansonsten, Link ist jetzt im Chat und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie dann auch im dritten Termin dabei sind. Und ja, ich wünsche natürlich auch noch einen schönen Abend, eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Position auf und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.